Ja, was meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Minecraft-Video. Ich zeige euch jetzt mal mein Dorf. Also da ist Dorf, schöne, da habe ich einen kleinen See eingekriegt, wo einfach zwei Eisengolems drin sind. Servus. Bücherei. Gibt es einen oberen Stock. Pocahontas, Pferdi, Alter Gaul und die Erna. Dann gibt es da ein Villager Breeder, der was jetzt nicht so funktioniert, weil ich keinen Bauern da drin habe. Okay, mit dir kann ich gerade noch Müll traden. Gut, passt. Und dann gibt es hier oben meine paar Farmen: Kürbisfarm, Melonenfarm, Glühbirnfarm. Okay, melde ich mal ernten. Zuckerrohrfarm, wie viel sind da drinnen? Okay, zeigt es nicht, aber da ist halt 23 Zuckerrohr. Jo. Bambus. Und wie ich es euch gesagt habe, da kann man auch oben einige. Dann jetzt da in meine Bude rein. Das sind meine drei Hunde. Österreich-Teppich. Servus. Da habe ich sogar ein bisschen erweitern müssen einmal, weil ich so viele Rüstungsgegenstände habe, aber schauen wir uns mal an. Das ist einfach zu krank. Da habe ich Erze oder was Wertvolles, da habe ich den Stein, da habe ich auch noch was Stein, da habe ich Erde, da habe ich Holz, da habe ich zweite Müllkiste, erste Müllkiste, Essen, okay, jetzt sieht es nicht, Endkiste, Netherkiste. Nicht und Insekten ein bisschen. Dann da habe ich so Schatzkarten aufgehängt. In die Öfen ist. Okay, warte, dann machen wir es so. Wenn wir sowieso. Okay, jetzt haben wir aufgelevelt. So. Digga, wie viel ich habe. Ja. Dann geht es da weiter. Da ist mein Verzauberungsraum, mein Netherportal und da meine unendliche Lavafarm. Da ist dann so eine Seetangfarm und. Axeline, meine drei Axolotls, da habe ich dann noch eine Kiste für meine Schalker und wir können ja da oben gehen. Da sieht man dann das Aquarium sogar besser, was ich eingekriegt habe. Dann da ist nicht ein Portal, ich darf es nicht zerstören. Bücherei, dann ist da meine Süßbärenfarm. Was ich so überdeckt habe mit Blättern, das so ausschaut, als wäre es so eine Weinfarm oder sowas. Und dann da kleinen Schlafkeller für Villager, was eigentlich eh nicht dann. Autsch. Dann geht es da weiter oben, ich muss gleich was essen, in meine Höhle. Da war vorher mal ein Granithaufen. Da ist mein Levelfarm. Nein, nur mit den XP-Flaschen. Ich weiß, ich hab mal ein bisschen was gecheatet, aber wurscht mit der Map. Und dann ist da halt der Weinkeller. Und da halt. Bam, bam, bam! Okay, jetzt seht ihr es nicht, aber gefühlt die halbe Kiste. Nein, wirklich, die halbe Kiste ist mit Büchern, mit verzauberten Büchern voll. Dann geht's da weiter. Das ist nicht nett. Neben meiner automatischen Zuckerrohrfarm habe ich da drüben eine händische Zuckerrohrfarm. Da habe ich dann eine Hasenzucht. Wirklich, jetzt ist Hasenzucht. Kann ich mit Karotten vermehren. Was ist was. Dann haben wir da auch noch eine kleine Dingsfarm. Süßbärenfarm. Der See, der geht. Also ich habe den halt nur eingekriegt, aber man könnte durchschwimmen bis daher. Also ich habe dann da so einen kleinen Kanal eingerichtet, sage ich mal. Dann geht's weiter. Also das war vorher meine Wohnhöhle. Dann geht's weiter. Es sind noch Felder. Dann geht man da oben. Da ist meine Arbeits... keine Ahnung was. Rankenfarm. Also Knochen... Ranken plus Knochenmehlfarm da. Dann geht es da oben in eine Mine.
Ich habe gefühlt immer Glück mit Minen. Und da Tränke brauen. Down. Ich glaube nicht so viel gibt es mehr zum Sagen, außer. Da ist noch ein kleiner Hafen. Und ja, das andere zeige ich dann nachher. Tschüss!